Papier. Ist alles eingestürzt. Hallo, meine lieben Freunde des gepflegten Verfangs. Wir befinden uns heute hier an einem verlassenen Wohnhaus. In diesem Haus hat damaliger Zeit der Hausmeister gewohnt, einer großen Maschinenfabrik, die es schon längere Zeit nicht gibt. Ich bin heute unterwegs mit dem Tom von Lost Adventure Tom und seiner Freundin, der Janine. Und ja, wir gucken uns mal um, was es hier tatsächlich alles zu sehen gibt. Hier sind auf jeden Fall schon Jugendliche ein- und ausgegangen. Es gibt hier jede Menge Graffitis. Hier gibt es das Wohnhaus mit einem Anbau. An diesem Anbau gibt es einen Anbau. An diesem Anbau gibt es einen Anbau und noch einen Anbau. Also ziemlich wild hier. Wir gucken uns das Ganze mal an. Sehr, sehr viel Müll liegt hier außen rum. Es ist sehr, sehr verwildert, das ganze Grundstück. Hier hat bis, ich glaube, vor gut einem Jahr noch jemand drin gelebt. Das alleine muss man sich mal vorstellen. Und ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Wir schauen uns mal um. Tom und Janine sind drin und ich bin jetzt hier im Anbau. Weil ich noch, steht noch eine Holztruhe drin. Da komme ich gar nicht dran. Fahrräder. Da liegt irgendein Wappenschild. Da ist eine Holztruhe. Da oben liegt noch ein uralter Dachgepäckträger. Also ich muss mich nicht, wirklich nicht überall durchquetschen. Das muss nicht sein. Aber wir gucken uns einfach mal so wenigstens die zugemüllten Eingangsbereiche. Meine Güte, ist das hier niedrig gebaut. Oh, ein Kellerraum. Oh, auch vollgemüllt. Pfandflaschen. Oh Gott, hier sind überall Tüten gehortet. Gestapelt. Was haben die hier gemacht? Oh, hier riecht es aber auch ein bisschen wie Maggi. Wie altes Maggi. Bäh. Ja. Also hier ist alles irrsinnig vollgemüllt. Guck mal, da wächst das Efeu durch die Decke rein. Weihei. Himmel. Wir gehen weiter. Gucken jetzt mal ins eigentliche Haus. Wir haben hier auf jeden Fall Tag der offenen Tür. Die Hütte steht offen. Oh. Hier geht's runter in den eigentlichen Keller. Ein Sodamax. Badezimmer. Oh, was habe ich das? Ah, das sind Nüsse. Wow. Also, boah, noch mehr Pfandflaschen. Lecco mio. Hier kriegst du aber einiges an Geld zusammen, was Pfand angeht. Ich muss mal meine Brille absetzen. Ich kann das sonst gar nicht alles erkennen. Da liegt ein Schneidebrett. Kisten. Meine Güte. Derjenige, der hier gelebt hat, hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist Wahnsinn, ist das. Hier hing mal ein Sicherungskasten. Die Betonung liegt auf Hing. Hier ist der Hauseingang. Ist die Türe verbarrikadiert worden. Da liegt ein Teil vom Sicherungskasten. Mein Gott. Also hier wirst du reich alleine am Pfandgeld. Das ist unglaublich. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das müssen... Ich habe gerade noch gedacht, das sind Dutzende an Flaschen. Aber das müssen Hunderte sein. Und alle Arten von Pfandflaschen. Selbst hier drunter liegen Pfandflaschen. Egal wo ich hintrete, es klimpert. Boah, das
nimmt kein Ende. Feier, guckt euch das an. Pfandflaschen über Pfandflaschen. Ja, also das, was ich halt weiß, ist, dass das der Hausmeister war von der Maschinenbaufirma. Das weiß ich. Die haben hier gelebt. So, die hatten Katzen, das weiß ich. Aber in welcher Etage die gewohnt haben, das kann ich dir nicht sagen. Weil das hier sieht aus, als wenn das schon lange nicht mehr bewohnt ist. Hey, das wird immer mehr mit den Flaschen. Das wird nicht besser. Vitrine kaputt gekloppt. Stehen noch VHS-Kassetten. Disneys Weihnachts. DVD, Kuscheltiere. Oh meine Güte, nee. Das sind alles Bier. Das sind. Was haben wir denn da noch? Oh, ein altes Kassettenradio. So ein Ghetto-Bastard der 80er, 90er. Der Hammer. Ich muss mal eben ein bisschen meine Hose richten. Kommt davon. Gehen wir mal weiter hoch. Also wie gesagt, hier sind überall Flaschen. Man muss aufpassen, wo man hintritt. Das ist unglaublich, ist das. Das war ja unten schon schlimm mit den Flaschen. Hier, das ist der ganze Käse voller Flaschen. Das wird sauberlich eingeführt worden. Da jede Menge, da steht auch noch ein Wasserkasten. Was haben wir da? Ich geh mal kurz rein. Ah, das ist ja auch das gleiche. Ah, schon wieder Weihnachtsdeko. Ja, Weihnachtsdeko, Osterdeko war hier jede Menge vertreten. Wird's jetzt kuschelig? Zeig mal. Nee, ja. Nicht etwas aufgeräumt. Aber husch, husch, husch. Tom, ein kleines bisschen ärgern. Hinter mir bitte zulassen. Hinter dir zulassen? Mhm. Komm, du willst es. Geh mal da ganz in die Ecke und dann mache ich auf und lass sie offen stehen. Der kotzt schon wieder, obwohl er noch gar nichts riecht. Kritisch wird's, wenn du es schmecken kannst. Meine Güte, ne. Die Toilette. Wie kann man so gelebt haben? Leute, das ist für mich gerade unfassbar. Ja, das muss krank gewesen sein. Krank, Messi ist krank, ja. Ja, ist auch eine Krankheit. Ist eine Krankheit. Vor allem müssen wir hier aufpassen, wo wir hintreten. Hier liegen auch Milchpackungen inzwischen. Wenn du da drauf trittst und die gehen auf, da liegt was mit Fell. Ah, stell dich nicht so an. Leute, ich möchte da mal eben rein. Ich habe aber gerade echt ein bisschen Angst, dass irgendwas zwischen den Sachen hochkommt und mich beißt. Weil, ja, von unten sah das jetzt alles recht gut aus. Meine Güte. Außer hinten in der Ecke in diesem Wohnzimmer. Leute, guckt euch das an. Patex Kraftkleber. Das ist hier alles, das ist alles drin. Da liegt noch eine St. Martins Pfeife vom Wegmann. Hier. Boah, mich krabbelt's hier ernsthaft. Boah. Ja, weil das ist heftig. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Ich meine, man sieht immer wieder mal Messi-Wohnungen. Ja. Aber das hier ist gerade. Wie soll ich das beschreiben? Es gibt Messi-Wohnungen, da kommst du rein und du findest tatsächlich aber auch noch gute Sachen. Wir haben zum Beispiel damals ein Messi-Haus gesehen von einer alten Dame, die hatte zum Beispiel einen Kaufzwang. Die hat 30 nagelneu verpackte Kissen gehabt, dann standen da HiFi-Anlagen, Staubsauger, alles noch original verpackt. Das ist ja auch so eine Art Messi-Verhalten, ne? Ja. Aber hier ist wirklich nur Müll. Müll und Dreck. Der ist in seinem eigenen Müll und Dreck hier untergegangen.
Hast du eigentlich Tetanus? Ja, aber schon lange her. Ja, weil du mit kurzer Hose hier drin rumrennst. Das ist schon mutig. Oh, mich juckt die Buchs. Wow, 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 wow. Da steht noch ein alter Kaminofen. Der ist sogar mal richtig schicki. Boah, Leute. Hier kann doch kein Mensch drin gelebt haben. Guckt euch das an da oben. Mein Gott. Ich habe keine Infos, ob dieser Mann mittlerweile in Pflege ist oder nicht mehr lebt. Das sind Sachen, das kann ich euch tatsächlich nicht beantworten. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber hier gehe ich auch nicht rein, weil hier da hinten in der Ecke ging die Etage runter. Da steht sogar noch eine alte Nähmaschine. Wahrscheinlich eine Pfaff oder eine Singer. Vom Gestell her. Ja, nicht nur hier oben, auch hier in dem Raum müssen wir vorsichtig sein. Weil da kam nämlich eine Etage tiefer alles runter. Also das hier ist alles Pappmüll. Hier ist... Der hat viel gelesen. Gelesen? Woher willst du das wissen? Oder ich hatte das einfach nur gelagert. Ja, das kann sein, ja. Da hingen noch Kinderfotos oder Poster vielmehr. Teeküche. Das wird gerade immer schlimmer. Ich vermute fast, dass er zuletzt auf dem Dachboden gelebt hat. Weil hier wird es nämlich jetzt besonders schlimm. Meine Güte. Ja, und das... Boah. Unglaublich, dass jemand so gelebt haben muss. Ja, und eigentlich muss das mal ein schönes Haus gewesen sein, weil wir kommen nämlich hier jetzt oben hin. Hier gibt es eine richtig geile Dachterrasse. Ja, total verwildert und vermüllt, aber muss mal ein Traum gewesen sein. Badezimmer, boah, Himmel, da hat aber jemand dran rumgebastelt. Ich muss sagen, bis auf den Maggi-Geruch vorhin unten, ist es tatsächlich eigentlich relativ geruchsneutral hier. Also, ich habe, was Gerüche angeht, schon viel Schlimmeres erlebt. Also, das ist hier echt noch human. Und vor allem, man weiß wirklich nicht, wo man hier hintritt, weil alles wirklich nicht nur ein paar Zentimeter dick belagen ist, sondern richtig hoch zugemäht. Oh mein Gott. Ja, wo der Maggi-Geruch herkommt, kann ich mir auch vorstellen, hier liegen nämlich überall Maggi-Flaschen und das auch große. Boah, Himmel. Also die Bausubstanz. Ja, die Bausubstanz ist nicht ohne. Oh, okay, okay. Jetzt kommen wir in einen Bereich, der tatsächlich so aussieht, was meine Vermutung bestätigt, dass er wirklich bis zuletzt hier oben gelebt hat. Weil hier sieht es noch relativ... Ja, von der Einrichtung her sind noch Sachen da. Und auch was die den Verpackungsmüll und alles angeht, sieht das für mich danach aus. Da liegt noch ein Fieberthermometer. Antibiotikum, ja, Antibiotikum brauchst du hier, wenn du hier lebst. 2011 hängt da ein Kalender. 2000. In der Vitrine. Boah, das ist hier so dick und hoch, voll, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich laufe hier wirklich mindestens über einem halben Meter Müll. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder war. Ich glaube, meine Mikrowelle. Da wurde wohl mal versucht, die zu reparieren oder so.
Ja, das ist hier ein Esszimmer, ist das, ne? Also du hast da oben auch schwarzen Schimmel, also durchregnen tut es schon hier. Ja. Ne? Und wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, da hat der hier noch gelebt. Guck mal, die Uhr, die geht sogar noch. Wie spät haben wir es? Keine Ahnung. Schon, wie gesagt, ich weiß, dass das hier, ich glaube, letztes Jahr noch bewohnt war. Da habe ich hier noch vorgestanden. Das ist kein Scherz. Ja, und hier hat doch jemand gewühlt. Hier hat doch jemand die Sachen aufgehangen. Das hat doch niemals so hier gehangen. Also wir müssen hier wirklich vorsichtig sein, weil in diesem Bereich ist die Bausubstanz alles aber nicht mehr gut. Und wir wollen uns ja hier nicht eine Runde abschmieren. Also hier ist nichts Brauchbares mehr drin. Es ist alles vermüllt. So. Nein, also ganz großes Kino. Wer hier gelebt hat, hatte ein verdammt gutes Immunsystem. Weil sonst wärst du hier nämlich relativ früh an den ganzen Siff schon gestorben, glaube ich. Boah. Ja, Tom, jetzt haben wir noch ein Mysterium. Das nennt sich Türe nach oben. Klappe nach oben. Die Frage ist nur, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Weil die Treppe ist nicht ohne. Aber da ist noch eine Klappe. Und hier stehen noch Soßen. Eingekochtes. Gläser mit Kirschen. Ich muss mal eben einmal schauen. Das interessiert mich doch jetzt. Von wann? Ja, die sind nämlich noch gar nicht so lange. Mindestens haltbar bis 31.12.24. Das ist das, was ich sagte. Der hat hier noch bis letztes Jahr gelebt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier aufkriegen. Oh, okay. Okay. Schmand. Schmand. Boah, Yamaha Elektronik Keyboard. Der Nussknacker liegt auch hier rum. Meine Güte, das zieht sich durchs gesamte Haus. Das wird nicht besser. Also die hatten es auf jeden Fall mit Weihnachtsdeko. Hier ist ohne Ende Weihnachtsdeko. Hier könnte auch meine Frau gewohnt haben. Die ist ja genauso veranlagt, was Weihnachtsdeko angeht. Ich glaube, wir haben im Keller 12 Kartons Weihnachtsdeko. Gott, hier ist alles Müll. Leute, man kann nur beten, dass hier kein Feuer ausbricht. Oh ja, das brennt. Das macht wusch und die Hütte ist weg. Ja. Da bleibt nichts stehen. Ist ja hier vorne schon passiert. Wo? Wir parken, da stand noch ein Haus drauf. Die Villa, wo die Bürogebäude drin waren. Nee, direkt wo wir parken. Ja, weiß ich. Da stand ein Haus. Da stand die Villa, das war die Dingen, sag mal schnell. Ja. Da war hier von der Firma, die Büros waren da drin, die Chefbüros. Ah ja. Ne? Und das hat, ach, guck mal. Aber dass es da gebrannt hat, das wusste ich nicht. Guck mal, hier liegen sogar noch alte Adventskalender. Mal da gucken. Ist sogar noch Schokolade drin. Bah! Wir wollen das noch probieren, hör mal. Steht auch kein Haltbarkeitsdatum drauf. Also ist das noch haltbar? Made in Germany. Mhm. Ne, kann halt. Na, 2000 steht da irgendwas drauf. Also liegt schon was länger. Hä? Wolltest du hoch? Dann lass mich runter. Weil ich will in den Keller. Der Keller ist das, was mich jetzt echt noch interessiert. Boah, hier musst du aufpassen, Tom, beim Runtergehen. Hier sind Löcher. Und die Leiter ist, die Treppe ist schmaler wie die Öffnung. Hier kannst du ganz schnell absegeln. Meine Sorge ist immer, ich weiß ja nichts, was mit diesem Herrn hier passiert ist. Ob der verstorben ist, ob der in einem Pflegeheim gelandet ist oder was auch immer. Wir wissen es ja alles nicht. Und meine Sorge ist halt immer,
Wir laufen hier über einen halben Meter Müll. Nicht, dass der hier irgendwo zwischenliegt. Seht euch das an. Wie gesagt, das muss mal echt eine schöne Dachterrasse gewesen sein. Aber jetzt, ich guck mal, dass ich hier heil runterkomme. Wow, 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 wow. Nicht erschlagen, bitte. Nein. So. Ja, was uns jetzt noch bleibt, meine Güte, alles Pfandflaschen. Wer hat das nur geschafft, die wegzubringen? Das muss ein Vermögen sein. Was hier an Geld liegt. So, jetzt gucke ich nochmal hier eben rein, wo Tom gerade war. Und nein, den Kühlschrank mache ich wirklich nicht auf. Das ist ekliges Babafui. Schuhbürsten. Also das ist Hardcore, ist das hier. Wirklich Hardcore. Und das ist nicht übertrieben. Das ist jetzt nicht künstlich an den Haaren herbeigezogen oder so. Boah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Mir im Keller. Oh. Oh, die Stufen brechen hier schon weg. Puh. Ihr seid beide unten? Ja. Gut. Da geht's nicht runter. Immer der Schrei, ne? Sollen sie schreien, wenn es schön ist, oder sollen sie schreien, wenn es unangenehm ist? Oh, jetzt kommen wir der Sache näher. Hier ach, unten. Ach du Scheiße, die Kali Treppe, die sieht. Ja, die sieht übel aus. Deswegen. Aber machbar. Oh, weia. Oh mein Gott. Oh. Ach du Scheiße. Liebe Leute. Ich habe ja gedacht, oben wäre schlimm, aber das hier unten wird jetzt, glaube ich, nochmal richtig getoppt, was ihr jetzt gleich zu sehen kriegt. Ich habe gerade mal schon mal einen Blick in die hinteren Räume werfen können. Also hier liegen auch Taschen voll mit Flaschen. Warum hat er das Leergut nie weggebracht? War er der Meinung, da kriegt man nichts für oder was? Das ist unglaublich. Pizzakartons, Katzenfutterdosen, bergeweise. Ja, und hier der Raum, der ist voll mit Müll, da geht nichts mit. Was hast du denn? Ach, jetzt stell dich nicht so Mädchen an. Ja, Tom wieder. So, pass mal auf, guck mal hier. Vermisst einer von euch sein Fahrrad? Also falls ja, könnte sein, dass es vielleicht hier dabei ist. Guckt euch das mal an, dass hier Räder drin liegen. Was ist das bitte? Also das hat mit Sammelleidenschaft oder ich nehme das Fahrrad mal mit nach Hause. Ich könnte das eventuell noch gebrauchen, nichts zu tun. Ja, guckt euch mal da hinten die Bierflaschen an. Die türmen sich da hoch, das ist unglaublich. Wirklich. Guckt, seht ihr das da hinten? Da ganz hinten in der Ecke. Auch hier der ganze Boden. Das müssen hunderte von Euros sein, was hier an Leergut drin ist. Und das ist echt nicht übertrieben. Wahnsinn, oder? Ja, nee, also... Tom, mal ganz im Ernst, das müssen 100.000 Euro sein, was Pfandgeld angeht. Ja. Also das ist irre, ist das. Da hinten liegt das Zeug bergeweise, wo die ganzen Fahrräder liegen. Ja, ihr Lieben, ich bin durch. Also das ist mal wieder eine... Herr Tom, der muss sich erstmal wieder sammeln. Ja. Ich glaube... Da sind die Fahrräder da unten. Ja, aber da kommen wir nicht rein.
Nein, das ist ein anderer Raum, Tom. Das ist ein anderer Raum. Der Raum, wo ich jetzt gerade war mit den Fahrrädern, da kannst du von außen nicht rein. Liebe Leute, das ist wirklich eine ganz andere Dimension. Und ich muss euch das auch ganz ehrlich sagen, es macht betrübt, dass mitten in diesem Land Menschen so leben. Wir reden ja davon, dieser Mensch, der muss ja einsam gewesen sein. Der kann keinen Besuch empfangen oder sonst irgendwas, weder familiär noch irgendwas anderes. Da kannst du keinen reinlassen. Und so zu leben, das ist eine Krankheit, dass da nicht geholfen wird. Und sowas muss auffallen. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das nach außen hin nicht auffallen tut. Ja, der Mann konnte keine Wäsche waschen. Der hat immer dasselbe angehabt, höchstwahrscheinlich. Ja, mit Duschen und so war auch nicht. Ey, das ist unglaublich. Ja, liebe Leute, ich kann dazu ehrlich gesagt nichts mehr sagen. Ich bin, was das angeht, ja schon fast sprachlos. Ein wahnsinnig großes Gebäude, in dem er offensichtlich alleine gelebt hat. Ich meine, oben hingen Damensachen, wer weiß, dann die Frau vielleicht ausgezogen oder auch verstorben ist, man weiß es ja nicht. Ich beende jetzt hier mein Video. Ich sag mal ciao, bis zum nächsten Mal. Ich muss das jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Ciao.